Hallo zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von VMware XC Server Hypervisors und VFS Dateisystem wiederherstellen können. Wir behandeln die Erstellung einer virtuellen Maschine mit Windows in XC Server, den Prozess, den Schnappschott-Verwaltung, die Wiederherstellung von Dateien einer virtuellen Maschine von einer nicht funktionierenden Server-Festplatte, die Wiederherstellung einer virtuellen Maschine und die Wiederherstellung von Informationen aus WMDK-Dateien. XCI ist ein Hypervisor, eine Softwareanwendung, die auf einem physischen Server installiert wird und die Ausführung mehrerer Betriebssysteme auf einem einzigen Hostcomputer ermöglicht. Diese Betriebssysteme laufen getrennt voneinander, können aber über ein Netzwerk mit anderen PKs verbunden werden. Ein ausführliches Video über die Installation des XCI Hypervisors ist bereits auf unserem Kanal zu sehen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Lassen Sie uns zunächst erklären, wie man eine virtuelle Maschine erstellt. Starten Sie dazu auf Client-Rechner den Browser und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein. Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Passwort des Administrators ein. Öffnen Sie dann den Navigator und gehen Sie auf die Registerkarte virtuelle Maschinen. Hier gehen Sie im Fenster auf der Rechnerseite auf Create Register VM. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster neue virtuelle Maschine erstellen. Legen Sie dann den Namen der virtuellen Maschine fest und geben Sie die Betriebssystemfamilie und Version an. Wählen Sie dann den Speicherort, an dem die Maschinendateien gespeichert werden sollen. Im Schritt Einstellungen geben Sie die Anzahl der Prozessoren und die Menge des Arbeitsspeichers an, die der virtuellen Maschine zugewiesen werden soll. Als nächstes geben Sie den Speicherplatz an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Gerät hinzufügen und wählen Sie CD-DVD-3 aus. Wählen Sie den Laufwerktyp, Datastore, ISO-File und geben Sie den Pfad zur ISO-Datei des Betriebssystems an. Wenn Sie kein Image auf dem Server haben, klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster oben auf Hochladen, Upload und geben Sie den Pfad zu dem zuvor heruntergeladenen Betriebssystem ISO-Image auf dem Client-Rechner an. Klicken Sie dann auf Öffnen und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Markieren Sie es dann und drücken Sie auf Wählen, Select und dann Fertigstelle Finish, um es abzuschließen. Jetzt müssen Sie es noch neu ausführen und das Betriebssystem installieren. Markieren Sie die virtuelle Maschine und klicken Sie auf Einschalten Power On. Der Prozess der Installation des Betriebssystems auf der virtuellen Maschine unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Folgen Sie einfach den Schritten des Installationsprogramms. Nach der Installation ist das Gerät einsatzbereit. Mit dem WSL-Share Hypervisor können Sie einen Snapshot des Zustands einer virtuellen Maschine erstellen. Ein Snapshot ist eine Momentaufnahme des Zustands der Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Snapshots helfen Ihnen, das System zurückzusetzen, wenn Sie versehentlich Dateien löschen oder die vorherigen Einstellungen wiederherstellen. Um einen Snapshot zu erstellen, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf einen herumgefahrenen Rechner und wählen Sie in der Liste Snapshot Take Snapshot. Geben Sie einen Namen an und klicken Sie auf Take Snapshot. Sie können das System nun jederzeit auf diesen Snapshot zurücksetzen. Wenn Sie zu einem Snapshot zurückkehren, werden alle Einstellungen, Änderungen und Festplatten, die nach dem Snapshot hinzugefügt wurden, auf Ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt. Um zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Maschine und wählen Sie Snapshot, Restore Snapshot. Es wird ein Fenster mit der Warnung angezeigt, dass der aktuelle Zustand der virtuellen Maschine verloren geht, wenn er nicht im Snapshot gespeichert wird. Klicken Sie zum Bestätigung auf Restore. Im Snapshot Manager können Sie jeden zuvor erstellten Snapshot löschen. Markieren Sie den Snapshot, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Ausgewählten Snapshot löschen und Remove, um zu bestätigen. Hier können Sie entweder einen Snapshot oder alle Snapshots auf einmal löschen, Delete L Snapshots.
Wenn Sie vergleichen den falschen Snapshot oder Dateien der virtuellen Maschine gelöscht haben, der Server abgestürzt ist oder Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf die virtuelle Maschine verloren haben, verwenden Sie die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery. Wie wir wissen, werden die Dateien der virtuellen XCI-Hypervisor-Maschine auf der Festplatte in WMFS-Partitionen gespeichert. Das Hauptproblem besteht darin, dass bei einem Ausfall des XC-Host die auf den Festplatten verbliebenen Informationen nicht ohne zusätzliche Software abgerufen werden können. Der Grund dafür ist, dass die klassischen Windows- und Linux-Betriebssysteme WMFS-Partitionen standardmäßig nicht erkennen. Hetman Partition Recovery unterstützt vollständig das WMF-Datasystem anschließend seiner neuesten Version sowie die Snapshot der Sparse-Dateien. Der Sparse ist ein neues virtuelles Festplattenformat, ähnlich wie WFM-Sparse mit einigen Verbesserungen und neuen Funktionen. Einer der Unterschiede zwischen Sparse und WFM-Sparse besteht darin, dass Sparse eine Blockgröße von 4 GB im Vergleich zu 512 Byte bei MFS-Sparse hat. Da das Programm über eine 4 und 6 Bit Struktur verfügt, unterstützt es auch Dateien, die größer als 2 Terabyte sind. Meistens befinden sich die virtuellen Maschinen auf einem RAID-Array und so, obwohl RAID als zuverlässig gilt, können Fälle von Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Das RAID-Wiederherstellungstool hilft Ihnen dabei, das ausfallende Server-RAID wieder zusammenzusetzen und die Dateien der virtuellen Maschine davon abzurufen. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem Server und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Laden Sie die Software herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie aus. Das Tool stellt automatisch ein RAID-Array aus den Festplatten zusammen. Sie müssen lediglich eine Festplattenanalyse durchführen und die erforderlichen Dateien zurückgeben. In meinem Fall befinden sich die virtuelle Maschine auf der gleichen Festplatte ohne RAID-Technologie. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Analyse-Erd. Bei einer schnellen Suche wird das Laufwerk sofort gescannt und die Dateien werden angezeigt. Wenn das Programm verlorene Dateien mit der Schnellsuche nicht finden kann, führen Sie die Vollanalyse aus, geben Sie das Dateisystem an und starten Sie den Suchprozess. In einer komplexeren Situation kann eine signaturbasierte Dateisuche helfen, dafür sollten Sie das Kontrollkärtchen TIFF-Analyse aktiviert lassen. In meinem Fall reicht eine schnelle Analyse aus. Navigieren Sie dann zu dem Pfad, in dem die Dateien der virtuellen Festplatte gespeichert sind. Standardmäßig befinden sich die Festplatte der virtuellen Maschine in diesem Pfad. Dateien mit dem Namen der virtuellen Maschine und der Erweiterung sind WMDK, Snapshot-Dateien, sind Sparse WMDK, Konfiguration-Dateien sind WMX. Um Probleme bei Importierten in Zukunft zu vermeiden, ist es ratsam, den gesamten Ordner der virtuellen Maschine wiederherzustellen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen, geben Sie den Speicherpfad an und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald Sie fertig sind, befinden Sie sich in dem angegebenen Ordner. Um die virtuelle Maschine in Betrieb zu nehmen, müssen die wiederherzustellenden Dateien auf den Server hochgeladen und im WSShare Webclient registriert werden. Aktivieren Sie dazu den SSH-Zugang zum Server. Und verbinden Sie sich über SFTP mit ihm. Kopieren Sie die Dateien der virtuellen Maschine auf dem Server in diesem Ordner. Öffnen Sie dann den Webclient, klicken Sie unter den Host auf Create of Register virtuelle Maschine und wählen Sie die letzte Option Register an existing virtuelle Maschine. Geben Sie als nächstes das Verzeichnis mit den wiederherstellten Dateien der virtuellen Maschine an. Select one or more virtual machines, add the store or a directory. Select. Next finish.
Die Software übernimmt dann die Dateien und die virtuelle Maschine wird in der Liste angezeigt. Sie können es nun starten und die benötigten Dateien abrufen. Wenn diese Methode zum Laden einer virtuellen Maschine beim Start einen Fehler verursacht, verwenden Sie die zweite Methode. Erstellen Sie dazu eine neue virtuelle Maschine und löschen Sie die Festplatte bei der Hardware-Konfiguration. Klicken Sie dann auf Hinzufügen, Add Hard Disk, wählen Sie die zweite Option, Existing Hard Disk, geben Sie den Pfad zum Ordner mit den Dateien der virtuellen Maschine an, WMDK, Select, Next und Finish. Starten Sie dann den Rechner und prüfen Sie, ob ein Fehler vorliegt. Manchmal kann diese Methode das Bootproblem lösen. Falls Sie beim Laden einer virtuellen Maschine immer noch einen Fehler sehen, die Dateien beschädigt wurden oder Sie verdächtige Informationen in der virtuellen Maschine gelöscht haben, spielt es keine Rolle, dass das hackenpraktische Recovery-Programm Ihnen hilft, die verlorenen Daten wiederherzustellen. Unsere Software unterstützt die Datenwiederherstellung von dynamischen und festen virtuellen Festplatten, von Wiederherstellungspunkten und Systemschnittstellen. Hetman-Partition Recovery ermöglicht es Ihnen, sowohl WMDK-Dateien als auch die gelöschten Informationen von WMDK-Datenträgern wiederherzustellen. Es ist auch möglich, Datendateien vor Formatierung virtuellen Festplatten wiederherzustellen, unabhängig davon, ob es sich um dynamische oder feste Festplatten handelt. Sobald Sie die WMDK-Dateien wiederherstellt oder auch den PK kopiert haben, müssen Sie sie in das Programm laden. Öffnen Sie dazu im Dienstprogrammfenster die Registerkarte Tools und wählen Sie Mount Disk. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Datenträger zu mounten. Ein RAM-Image, wenn Sie einen normalen Datenträger mounten möchten, und virtuelle Maschinen. Bei der zweiten Option sehen Sie eine Liste von Dateien und Programmen, die von unserer Software unterstützt werden. Wählen Sie den entsprechenden Image-Typ aus, geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Dateien der virtuellen Festplatte an und klicken Sie auf Öffnen. Wie Sie sehen können, gibt es zusätzlich zu dem Hauptfestplatten auch Checkpoint-Dateien, Kopien des Zustands der virtuellen Maschine für einen bestimmten Zeitraum. Die Datei des virtuellen Datenträgers, den die Maschine gerade verwendet, ist als aktiv gekennzeichnet. Die anderen sind Snapshot- und Checkpoint-Dateien, die Sie anhand des Datums bestimmen können. Markieren Sie das Kärtchen neben dem gewünschten Datenträger und klicken Sie auf Weiter. Der Datenträger wird sofort im Datenträgermanager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse, auch schneller Scan. Wenn er die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Vollständige Analyse und geben Sie das Dateisystem auf dem Laufwerk an. Gehen Sie dann zu dem Ordner, in dem sich die Dateien befanden, und suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Markieren Sie sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk und den Ordner an. Wiederherstellen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.